was uns alle betrifft und was sehr gegenständlich ist, das Spendenaufkommen. Und da darf ich als erstes Frau Dr. Anna-Maria Mertens vorstellen, die Geschäftsführerin Transparency International Deutschland. Aber ich darf auch erwähnen, dass ich dann anschließend ohne Verzug aus Zeitgründen vom Podium abtrete. Und deshalb möchte ich jetzt schon Herrn Wilke, Burkhard Wilke vorstellen. Herr Burkhard Wilke ist der Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Er sitzt rechts von Ihnen aus gesehen links neben Herrn Volk. Er ist seit 1993 beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, seit 2000 der Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter. Er ist Chefredakteur der monatlich erscheinenden Magazin Soziale Arbeit und jährlich erscheinenden DZI-Spendenalmanach. Und 2000 bis 2010 Generalsekretär des Internationalen Komitees on Fundraising Organizations des ICFO. Herr Poll wird sicherlich in seiner Einführung aus Dingen vielleicht zitieren, die Herr Wilke. Herr Wilke hat sehr kritische Anmerkungen dazu gemacht und deshalb sitzt er auch am Podium, um das mit Herrn Volk und mit Frau Dr. Mertens zu diskutieren. Die Einführung zu diesem Thema aber gibt Frau Dr. Anna-Maria Mertens. Sie hat Politikwissenschaften an der Uni Münster studiert. Sie war zuerst an der Uni Ideen-Mining-Managerin, anschließend Promotion mit einer Arbeit zur Rolle der Präsidentschaft des Europäischen Rates. Haben wir gestern sehr gut gebraucht, denn Luxemburg war hier zurzeit die Präsidentschaft in diesem Halbjahr. Sie waren dann 2 Jahre in einer Unternehmensberatung. 4 Jahre hatten Sie die Leitung des Finnland-Institutes in Berlin als Direktorin. Und Sie sind seit Dezember des letzten Jahres die Geschäftsführerin, die neue Geschäftsführerin der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland, also ein Ableger von der internationalen Organisation. Ich möchte an Sie übergeben, Sie führen in das Thema ein, Herr Poll greift das auf, diskutiert das mit Ihnen und mit Herrn Wilke und ich glaube, wir kriegen eine spannende halbe Stunde. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank für die einladenden Worte und herzlichen Dank für die Einladung für das wichtige Thema. Ich freue mich, dass das Thema hier auch eingebettet ist. Ich bin jetzt gerade aufmerksam geworden, dass wir extrem wenig Zeit haben. Ich habe mich jetzt gegen PowerPoint entschieden und werde einige Statements einfach kurz zusammenfassen, was wir bei Transparency Deutschland zum Thema Spending Management sagen. Ich würde aber gerne da anfangen, wo Sie uns vielleicht besser kennen. Sie kennen unser Thema Transparency International, genauso wie Transparency International Deutschland ist aktiv bei der Korruptionsbekämpfung. Ich würde ganz schnell den Link zu dem heutigen Thema machen, um das ableiten zu können, warum wir dafür stehen und diese Forderungen haben, die wir haben. Eigentlich könnte man das noch sehr kürzen, indem man sagt, Korruption ist ein Straftat, was im Verborgenen stattfindet. Das kommt daher, dass unmittelbar keine Opfer da sind. Es sind nur Täter, es sind Vorteilsgewähler und Vorteilsnehmer. Und deswegen sind wir und Polizei, Anwaltschaften und alle anderen, die gegen Korruption kämpfen, darauf angewiesen, dass wir diese Informationen bekommen. Wir bekommen diese Informationen dadurch, dass wir Hinweisgeber haben, die von Organisationen von intern berichten, was dort passiert. Oder wir können das, indem wir dafür uns einsetzen, dass wir transparente Strukturen haben, dass wir eine Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit der Organisation haben. Das ist für uns somit ein Mittel zum Zweck. Das ist kein Selbstzweck, sondern es führt dahin, dass entdeckt werden kann, dass durch die Zivilgesellschaft, aber auch durch offizielle Behörden entdeckt werden können, wo Misswirtschaft oder Missbrauch gar Straftaten passieren. Wir definieren Korruption bei Transparency Deutschland als den Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Diese Definition ist für uns ganz wichtig. Missbrauch anvertrauter Macht.
Da haben wir das heutige Thema schon angesprochen, anvertraute Macht. Die Macht kann durch Wahlen anvertraut sein, was zum Politiker der Fall ist. Aber es kann auch dadurch anvertraut sein, dass man Geld oder Zeit, wie viel im Vereinsmanagement geschieht, übergeben wird. Das Thema Vertrauen spielt in Zivilgesellschaft, in NGOs eine große Rolle. Und das ist genau der Punkt, warum es so wichtig ist, dass in solchen Veranstaltungen, wenn diese System angesprochen wird, weil wir erleben derzeit eine Art Vertrauenskrise. Es wird immer mehr hinterfragt, was machen eigentlich die NGOs, was sind das für Vereine, dadurch, dass es auch sehr unterschiedliche sind. Wir tendieren auch dazu, dass wir uns diese moralische Hoheit beanspruchen, diese Instanz für moralische Fragen sind. Das wollen wir keineswegs sein. Wir sind für bestimmte Zwecke da. Aber wir tun gut, wenn wir das selber uns einsetzen, dass wir mehr Vertrauen bekommen. Und dieses Vertrauen muss verdient sein. Das Vertrauen können wir nicht mehr dadurch erlangen, dass wir sagen, unsere Ziele sind hehr oder gute Ziele. Wir sind im karitativen Bereich zuständig oder wie wir, dass wir Korruption bekämpfen. Wir müssen es darlegen können. Wir müssen es beweisen können. Wir müssen es transparent darstellen können. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Transparenz gesetzlich geregelt wird. Auch wir, und das wird Herr Wege bestimmt nochmal ansprechen, sind natürlich erstmal für die Selbstbestimmung, haben aber festgestellt, das reicht nicht aus. Wenn auch Vereine wie Unternehmen müssen die ganze Zeit eigene Zeit priorisieren, strukturieren, was mache ich zuerst. Wenn es einem nice to have ist, sich transparent zu gestalten, dann wird es nach hinten geordnet. Wir müssen das im Bereich must have haben und das geht durch gesetzliche Regelungen. Wir reden sehr viel in diesem Bereich, wir bezeichnen uns selbst als Koalition gegen Korruption. Wir sind in einem sehr engen Austausch mit weiteren Einrichtungen, mit Vereinen, politischen Einrichtungen, auch Unternehmen, versuchen ständig besser zu werden, auch hinzuhören, was entspricht denn den Realitäten der Vereine, was können wir fordern. Stellen aber immer wieder fest, dass die meisten Vereine, gemeinnützige Stiftungen und so weiter, weitere NGOs, sehr viel dafür tun, dass das Vertrauen wächst, aber es gibt immer wieder einzelne Fälle, die natürlich medial weitergegeben werden, die das ganze Vertrauen, der ganze Bereich drittet. Und dafür sagen wir, wir sehen es nicht mehr ein. Wir müssen einfach diese gesetzliche Regelung haben. Es muss auch möglich sein, ein Register einzurichten. Wir fordern ein Vereinsregister. Wir haben ähnliches schon im Bereich Wirtschaft. Sie wissen ja, Kapitalgesellschaften müssen gewisse Informationen offenlegen, schon seit geraumer Zeit. Das sehen wir bei Vereinen, bei Stiftungen und bei weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen noch nicht. Wir sagen, es ist wichtig zu wissen, wie die Satzung lautet, was ist Zweck, wie ist Vorgehensweise, aber insbesondere, was sind die finanziellen Ströme, die Geldströme, woher kommt das Geld und wofür wird es verwendet und wer übt Macht aus. Das heißt, wer sind die Leitungen, wer ist der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, wer leitet den Vorstand, wer leitet den Beirat und das Ganze muss dargestellt werden. Wir haben den ersten Ansatz, und damit würde ich vielleicht direkt schließen, mit meinen 10 Minuten habe ich fast schon geschlossen, haben wir eine Initiative gegründet, Initiative Transparente Zivilgesellschaft, um einen ersten Schritt zu machen. Das ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot, eine kostenlose Initiative. Es ist ein Logo letztendlich, was wir als Transparenz in Deutschland vergeben an zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich verpflichten, 10 Sachen transparent darzustellen. Und diese 10 sind eben das, was ich gerade erwähnt habe. Wer übt Macht aus? Was ist Zweck und Zielsetzung des Vereins? Wie sind die Machtstrukturen dahinter? Gibt es dahinter noch eine Ebene? Wir alle kennen das, was in den Medien auch versprochen ist, wie man Deckelungen schaffen kann, intransparent bewusst auffördern kann. Und dadurch, dass man ein Logo hat, kann man schon sagen, ich setze ein Zeichen. Das wollen wir. Wir haben 680 Unterzeichner, aber wir wissen, es gibt alleine Vereine 550.000 in Deutschland. Also es Luft nach oben. Wir sind angewiesen auf diesen Dialog mit weiteren Organisationen, nicht nur für die gesellschaftlichen Organisationen, aber weiteren auch. Und freuen uns auf Feedback und auf Kooperation.
In diesem Sinne, vielleicht, das ist so unsere, was wir fassen, weitere Forderungen, fahren wir gleich schön nochmal ein. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das ist eine kleine Runde jetzt hier oben. Wir hatten auch davor eigentlich eine Kartenführung und wir haben auch einige Politiker eingeladen. Ich weiß jetzt nicht, ob die aktuelle Beschäftigungslage der Selbstbildung oder vielleicht das Thema, was mich so bereist hat oder vielleicht noch bereist hat, dass wir jetzt hier oben sozusagen unter Experten sind. Deswegen würde ich gleich sagen, dass Sie, meine Damen und Herren, sind bei diesem ja nicht ganz unproblematisch gefragt. Jetzt würde ich gerne vorwegschicken, auf dem letzten Katastrophenschutzkongress hat mir mal jemand auch vorher erzählt, dass bei den Spendensammlungen für Haiti es einer Organisation nicht gelungen ist, die Mittel abfließen zu lassen, wie genau für den Zweck, für den sie gesammelt hatte. Und da ging es um sehr, sehr hohe Beträge. Und seit der Zeit sind wir dann, haben das mal wieder diskutiert, wir sind natürlich schwanger gegangen mit der Frage, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit den Spenden in Deutschland? Was machen denn die Organisationen, die Geld gesammelt haben, sind aber für den Zweck, für den sie es vorgegeben haben, zusammen nicht loswerden? Ja, die Antworten auf diese Frage habe ich so recht nicht bekommen, bis vor wenigen Tagen ich einen Erlass des Bundesfinanzministers in die Hand bekam. Und da steht nun, mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik und das Bemühen der Vereinfachung von Spendensammlungen für diesen Zweck, steht da unter anderem, alle gemeinnützigen Organisationen dürfen ihre bisher unverbrauchten Mittel zur Unterstützung von Flüchtlingen verwenden. Ah, habe ich mir gedacht, das müssen wir vielleicht mal diskutieren. Und wenn Sie so die Umgangssprache im Deutschen nehmen, Spendendschungel, dann sehen Sie schon, wie wir an dieses Thema rangehen. Denn wer traut sich gerne in einen Dschungel, wenn man nicht weiß, was ihn da erwartet. Oder Spendenmarkt, auch ein Wort, das deutlich auf einen Symptom hinweist, es handelt sich hier um ein Big Business. Ich will mal ein paar Zahlen nennen. Es gibt 600.000 gemeinnützige Vereine in Deutschland, 15.000 Stiftungen. Die Zahlen über Spenden schwanken so sehr, dass einem dabei schon leicht schwindelig werden kann. Die GfK, also Gesellschaft für Konsumforschung, hat 4,7 Milliarden Euro für 2013 ausgemacht. TNS Infratest 2,8 Milliarden für die Jahre 2011. Das Statistische Bundesamt, also eine staatliche Behörde, gibt aber für 2009 bereits 6,1 Milliarden an. Und ich glaube, Sie, Herr Dilke, haben noch eine andere Zahl genannt, die Sie aber auch in dieser Größenordnung bewegt. 6 Milliarden 2014, meine Damen und Herren. Wenn das kein Business ist, dann wüsste ich nicht, was wirklich Geld bewegt. So, Herzen bewegen das Geld, das ist ganz klar. Die Menschen wollen spenden. Sie suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld zu übertragen. Und bei den Spenden gibt es ja grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, online zu spenden. Das ist, glaube ich, der wichtigste Kanal heutzutage. Das zweite ist, es gibt die Möglichkeit, bei Sparkassen und Banken zu spenden mit einem Überweisungsträger. Das ist ein bisschen oldschool und fashion, aber genauso gut. Und dann gibt es natürlich noch Haus- und Straßensammlungen. Und wenn ich die Rechtslage richtig zur Vorbereitung dieser Diskussion hier untersucht habe, gibt es nur im letzten Bereich bei Haus- und Straßensammlungen einigermaßen eine Rechtsaufsicht. Alles andere unterliegt keiner staatlichen Rechtsaufsicht. Es gibt nur drei Bundesländer, eins hat die erwähnt, Herr Wilke. Es gibt drei Bundesländer, in denen gibt es eine Spendengenehmigungspflicht. Die anderen Bundesländer haben im Rahmen der Entbürokratisierung auf die letzten Jahre, darauf völlig verzichtet. Das heißt, wir haben hier einen komplett im Grunde genommen unregulierten Markt, wenn man Regulierung unter staatlicher Kontrolle versteht. Das hat Frau Dr. Berndt ja schon eingangs gesagt und auch gefordert. Und ich glaube, meine Damen und Herren, warum diskutieren wir das jetzt, könnte man fragen. Es läuft ja halt irgendwie. Ja, es wird dann gespendet, das Geld wird eingesammelt. Es wird zu großen Teilen auch da verwendet, wo es verwendet werden soll. Man kann es auch anders verwendet. Es gibt so eine Pi-mal-Daumen-Regelung, nicht mehr als 30% von Marketing und Verwaltung. Das ist, glaube ich, auch eine ihrer Kriterien. Lange Rede, Sinn, warum diskutieren wir das? Ja, weil ich glaube, dass die Menschen noch deutlich mehr spenden würden, wenn sie mehr Vertrauen in den Abfluss und die Transparenz und die Verwendung und den Verwendungszweck von Spenden hätten. Das hat sich in der Diskussion gestern hier auf dem Kongress deswegen gezeigt, weil wir nämlich gestern eine andere Frage diskutiert hatten. Warum konnten die Menschen jetzt, die helfen wollen,
mit Sachspenden in großen Mengen, die aber am Ende des Tages für die Hilfsorganisation eher ein Problem darstellen als eine Entlastung, die in großen Mengen von Bundeswehr-LKWs in München abtransportiert werden mussten, wohin dann auch immer, Wasserflaschen, die sich zu 10 Meter hohen Bergen türmen, bei München auch mal hoch. Das Bedürfnis der Menschen zu spenden und was zu geben, was abzugeben, ist da, aber ich glaube, es ist ein Bedürfnis, dass wir vielleicht mit mehr Transparenz und vielleicht eben auch auf gesetzlichen Grundlagen sozusagen verstärken, wenn nicht sogar verbessern können. Also im Interesse natürlich aller, auch derjenigen, die letztlich für die das Geld gedacht ist. So, das wollte ich kurz eingangs gesagt haben, um Ihnen darzustellen, wie umfangreich dieses Thema ist, nicht nur problematisch in sich, dass der Staat, warum auch immer, habe ich keine Erklärung für, sich was dies, und also wir regulieren ja ziemlich alles in Deutschland, so ist das jetzt ein Detail, ja. Warum aber in diesem Markt, in dem so viel Geld bewegt wird, und Sie haben von einzelnen schwarzen Schafen gesprochen, warum der Staat mit der Begründung Entbürokratisierung sich raushält, weiß ich jetzt nicht so recht. Habe ich wieder darauf eine Antwort? Warum ist der Staat in diesem Markt eigentlich nicht präsent? Ja, schauen Sie sich nochmal bei lobbycontrol.de an, wie viele Mitgliedschaften die einzelnen Bundestagsabgeordneten haben, in welchen Vereinen sie jeweils Mitglied sind. Das heißt, immer dann, wenn etwa aus der Richtung vom Verbraucherschutz eine Initiative für mehr Transparenz im gemeinnützigen Sektor gestartet wurde, waren sehr schnell etwa auch die Abgeordneten, die vielleicht heute eben hier sein können oder sollen, dabei, ihre Wahlkreise zu verteidigen, ihre Vereine dort vor Ort zu verteidigen, weil sie vermeintlich unter einen unangemessenen bürokratischen Veröffentlichungsdruck geraten könnte. Das ist ein Punkt, den man, denke ich, ganz realistisch auch mit im Blick haben muss. Das andere ist, was wir gerade zurzeit sehen, das bürgerschaftliche Engagement zugunsten der Flüchtlinge ist ja auch ein enormer Reichtum, ist eine enorme Stärke unserer Gesellschaft, und hier tun aus unserer Sicht als Spenderberatung, auch als Sozialdokumentationsinstitut seit über 120 Jahren, hier tut der Staat gut daran, nicht bürgerschaftliches Engagement durch unangemessene Bürokratie zu behindern, zu lähmen. Und die Frage der Fragen ist also, was ist jetzt speziell für das Thema Spenden der richtige Balanceakt für mehr staatliches Engagement? Und hier sehen auch wir, ganz ähnlich wie Transparency International, schon eine Regelungsnotwendigkeit, allerdings nicht in einheitlicher Form über alle 600.000 Vereine, über alle 20.000 Stiftungen und die paar tausend GmbHs und sogar Aktiengesellschaften, die wir im gemeinnützigen Sektor mittlerweile haben, hinweg, sondern es sollte nach verschiedenen Kriterien unterscheiden. Eine bundesweit sich vor allem durch Spenden finanzierende Organisation sollte hier sicherlich zu mehr Transparenz staatlicherseits veranlasst werden als etwa eine Stiftung, die einmalig durch eine wohlhabende Einzelperson gegründet wurde, die ansonsten nicht spendensammelnd in der Öffentlichkeit tummelt und von daher dann nur eine eher geringschwellige Basistransparenz praktizieren sollte. Hier sehen wir also sicherlich Handlungsbedarf, zumal es ja ein gutes Beispiel gibt, Herr Pohl hat es schon angesprochen. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hat als im Grunde einziges Bundesland noch eine funktionierende Sammlungsaufsicht. Traditionell gab es Sammlungsgesetze in allen 16 Bundesländern, das heißt auch die neuen Bundesländer haben nach der Wende Sammlungsgesetze eingeführt, und die sind seit 1995 evoluiert, angefangen mit Nordrhein-Westfalen. Und genau mit dem Argument, was Sie auch zitierten, unter dem Argument des Bürokratieabbaus. Problem nur, keine der seriösen Organisationen hat sich über diese Bürokratie beschwert. Im Gegenteil, Caritas, Maltese und so weiter haben es gut gefunden, dass über Straßensammlungen eine mindeststaatliche Aufsicht auch genossen, in dem Fall, dass Sie also als seriöse Organisation dort auch geschützt waren. Also diese Sammlungsgesetze sind evoluiert, zwei andere Bundesländer haben noch Sammlungsgesetze, in Thüringen und oder Saarland, aber im Grunde nicht in wirksamer Form organisiert. Rheinland-Pfalz hat anderthalb Personalstellen in der ADD, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, und davon im Wesentlichen eine Stelle, ein Sachbearbeiter, der Verdachtsfällen nachgeht, Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern nachgeht und intransparente oder auch unwirksame Spendensammlungen recherchiert und dann mit hoheitlichen Maßnahmen verbietet. Etwa 15 bis 20 Sammlungsverbote werden in Rheinland-Pfalz pro Jahr verhängt. Und
Und wir halten das für einen ganz wesentlichen Basisschutz für Spenderinnen und Spender. Durch eine solche Sammlungsaufsicht wird kein seriös arbeitender Verein gelähmt, sondern das ist eine ganz gezielte, risikoorientierte staatliche Aufsicht, die wir uns für alle Bundesländer wünschen. Das wäre aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein, um hierzu zu mehr Vertrauen zu haben, um schnell ein Grundvertrauen der Öffentlichkeit in Spenden zu kommen. Denn, und damit schließen, wir sind in Deutschland keineswegs Spendenweltmeister. Das geistert immer wieder durch die Medien, vollkommen Unsinn. Wir sind allenfalls Mittelmaß. In Deutschland spenden 42% der erwachsenen Bevölkerung. Zum Vergleich, in Schweden sind es 55%, in Dänemark 62%, in den USA 68% und Spitzenreiter in Europa sind Großbritannien und Irland mit 74% Spenderquote. Das heißt, mehr als doppelt so viele Menschen spenden dort als hier in Deutschland. Hier ist auch Handlungsbedarf oder positiv gesehen auch viel Potenzial. Ja, danke, Frau Dr. Mertens. Transparency International heißt es ja. Daher eine Wissensfrage in den von der Wilke genannten Ländern, England, Irland, Schweden, läuft da was anderes, oder? Wissen Sie das? Haben die eine staatliche Aufsicht? Oder wissen Sie das vielleicht? Gibt es ein staatliches Aufsichtsgesetz oder diese Länder, die Sie da mit höheren Spenden kontrollieren haben? Es gibt in England, in Schweden, wo die Transparenz, da kann jeder Einkommensteuererklärung des Ministerpräsidenten oder auch des Nachbarn nachlesen. Also die Transparenz ist dort ohnehin größer. In Großbritannien und auch in den USA gibt es Transparenzgesetzgebung. Das heißt, dass die Organisationen die Finanzen veröffentlichen müssen. Aber ganz entscheidend ist nicht die etwas stärkere Veröffentlichungspflicht, sondern aus meiner Sicht schon eine gesellschaftliche Spendenkultur insgesamt. Auch eine andere Bedeutung hat. Das heißt, es hängt zu einem kleinen Teil an einer etwas stärkeren Leitfunktion des Staates, aber zu größeren Teilen einfach an einer größeren Offenheit und einem sehr viel positiveren Image des Thema Spenden. Das hier auch. Ja, danke. Frau Dr. Mertens, Wilk hat sich ja ganz klar ausgesprochen für eine staatliche Aufsicht. Sie haben wohl von Niederschwelligung Angebot gesprochen. Ich meine, es gibt ja, wenn man da mal sich ein bisschen erkundigt, gibt es also einmal das DZI, das ist Ihre Organisation. Dann gibt es den Deutschen Spendenrat, der auch so ein bisschen was kontrolliert und zumindest sich selbst behaupten daherkommt. Dann gibt es den Verband der entwicklungspolitischen Organisationen, die sich da zusammengeschlossen haben mit einer Organisation namens Venro, die auch sagen, sie würden Spenden kontrollieren. Gibt es auch eine Organisation, die heißt Reset, die auch Spenden kontrolliert, also das ist auch schon übersichtlich in gewisser Weise. Aber dann gibt es auch noch irgendwie einen BBC-Transparenzpreis, glaube ich, der irgendwie von Ihnen unterstützt wird, oder zumindest in dem Zusammenhang auch Ihren Namen mal fiel. Was ist das denn? Ja, BBC ist bei uns ein aktives Mitglied. Wir haben ja Unternehmen auch als Mitglieder. Wir unterstützen das aber nicht mehr, als dass wir es auflisten auf unserer Webseite. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich das, was Herr Wilke sagte, sehr wohl benötigen, weil Sie haben jetzt in ein paar Sätzen schon sehr viele Stellen, sehr viele verschiedene Siegel benannt. Und das ist unübersichtlich. Das fördert ja die Transparenz oder auch die Vertrauen in diesem Bereich. Wir brauchen allgemeine gesetzliche Regelungen bundesweit, in allen Bundesländern, am besten ähnliche in allen Bundesländern. Und das ist diese Schwierigkeit und die Frage, was Sie vorhin gestellt haben, was läuft denn in anderen Ländern anders? Ich weiß es, ich bin ursprünglich aus Finnland und das ist natürlich das, was Berlin gesagt hat, da ist auch, gibt es dieses Steuergeheimnis nicht. Das ist die eine Seite, dass es eher transparenter gestaltet ist, aber es geht auch sehr viel darum, wie wir unsere Arbeit transparenter gestalten. Wir sollten wirklich auch mutiger agieren als zivilgesellschaftliche Organisation. Wir haben wahnsinnig viel Expertise oder Leute, die das machen, und wir haben rechtzeitig Geld, und das sollen wir eigentlich nach außen tragen. Wir erzählen auch für Stories zu wenig, und wir sollen sagen, woher diese Gelder kommen, wofür sie verwendet werden. Und da wäre ich auch so für so eine offensive Strategie, verbunden mit diesen Geschichten. Gelegentlich werden wir auch als zivilgesellschaftliche Organisation dafür kritisiert, dass es ziemlich viele Kampagnen, emotionale Kampagnen gibt. Ich bin eher dafür, dass man sehr pragmatisch, sachlich die Erfolge aufzählt. Das kann man durchaus machen
Von daher müssen wir das weiterhin fordern. Wir haben auch einen engen Dialog mit anderen Organisationen, auch mit Wirtschaftsverbänden, und sie fragen uns immer, wie kann es denn sein, dass sobald eine Wirtschaftsorganisation kommt, ist es eine automatische Lobbyeinrichtung, und wenn eine zivilgesellschaftliche Organisation kommt, geht es um gute Zwecke. Also ist es irgendwie eine 2D's. Ich betrachte uns als Transparency Deutschland auch als eine Lobbyorganisation. Ich sage, es ist gut, wir würden uns in jedem Register auch eintragen, wir müssen die gleichen Rahmenbedingungen haben, dann haben wir Glaubwürdigkeit, dann können wir Geschichten haben. Ich glaube, wir brauchen hier keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern wir brauchen allgemeine, leicht verständliche, zugängliche Regelungen. Und auch, was wir nicht wollen, ich habe ja auch mit einigen Unternehmen in Hessen vor kurzem gesprochen, dort gibt es neuerdings der sogenannte Vergaberegister, also ein Korruptionsregister, Register für Unternehmen, die korruptiv geworden sind. Und er sagt, das ist im Alltag unmöglich zu benutzen, weil wenn Sie Großaufträge, das ist etwas größeres Unternehmen, wenn Sie Großaufträge gegeben haben, müssen Sie Unternehmen für Unternehmen abfragen. Und das kostet pro Abfrage kostet eine Stunde. Und das ist in keiner Realität zu machen. Das ist genau das gleiche ein bisschen wie in den USA, dass man sagt, dort sind ja sehr weitreichende Transparenzregelungen schon. Und manche Einrichtungen, die nicht so transparent sein wollen, dann bringen sie den LKW-Ladungen voller Papier und sagen, da ist die Information drin. Also, bitteschön. Also das ist so die ganz große Frage, wie man das Ganze gestaltet und die Zugänglichkeit, die Verständlichkeit und Vertrauen sind irgendwie Schlüsselkomponenten. Ja, das für mehr Transparenz und mehr Mut zur Transparenz. Das habe ich, glaube ich, jetzt so verstanden. Das mit der Vergabe ist jetzt vielleicht eine andere Thematik, die sehr speziell auch ist, weil da gibt es ja zwei Vertragspartner, die sich auch was geeinigt haben. Spenden ist ja noch was anderes. Da gibt ja einer noch ein tiefes Vertrauen auf das, dass derjenige, der das Geld bekommt, da etwas macht, was in seinem Sinne ist, oder dass wir das vertraglich regeln. Da sind wir aber genau an dem Punkt. Sollte da nicht ein Vertrag zustande kommen im juristischen Sinne zwischen dem Spender und demjenigen, der die Spende bekommt, indem nämlich derjenige, der die Spende bekommt, sagt, okay, ich lege anschließend offen, was genau mit all diesem Geld passiert ist. Ich versichere, dass das nur für diesen Zweck bezahlt wird. Also das ist doch eigentlich ein Vertrag zwischen zwei juristischen Personen, die man dann ergeben hat. Aber das haben Sie. Wenn Sie Satz und Zweck veröffentlichen und damit Geld gespendet, Sie dürfen nur für die Also ich zitiere nochmal aus dem aktuellen, ich glaube zwei Tage ist das Grundschreiben des Bundesfinanzministers, das steht an einer Stelle. Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von ihren eigentlichen Satzungszwecken Spenden für Flüchtlinge sammeln. Das ist die aktuelle Lage. Also das würde ich in der Mitgliederversammlung so nicht durchbringen. Also moralisch sicherlich richtig, aber das hilft uns ja bei der Problematik, die wir diskutieren, ist ja immer genau in die Marsch in andere Richtung. Also ich denke, das, was das Finanzministerium jetzt hier erlassen hat, lässt Ihnen als Katastrophenschutzexperten normalerweise die Haare zu Berge stehen, denn Sie alle haben sicherlich im Feld in der Katastrophensituation schon Helfer erlebt, gutwillige, aber inkompetente Helfer, die sich gegenseitig und nicht mehr auf den Füßen herumgestanden haben. Genau, das ist ja ein Problem auch der Wirksamkeit. Das heißt, im Grunde ist es ein absolutes wichtiges Qualitätsmerkmal, dass die Organisationen bei ihrem Leisten bleiben, dass sie nur das tun, wovon sie auch etwas verstehen. Ich denke, in dieser Situation der Flüchtlingshilfe ist ein wenig eine Sondersituation von dem Finanzministerium zugutehalten erreicht, weil einfach viele Vereine, Sportvereine vor Ort jetzt helfen. Wir haben Sportgruppen für Flüchtlinge aufgebaut und machen eben nicht nur das Training, sondern spendieren den betroffenen Menschen vielleicht auch eine die Anfahrt dazu, vielleicht eine dringend nötige Güteneinrichtung, und das schon steht eben nicht mehr in Ihrer Satzung drin. Das heißt, in diesem besonderen Fall ist hier durchaus auch eine Sinnhaftigkeit, aber ansonsten muss man sagen, ist gerade im Bereich der Katastrophenhilfe, die ja ein sehr positives Image der Öffentlichkeit hat. Das heißt, Spenden lassen sich eigentlich mit nichts einfacher einwerfen als mit einer dringenden Krisensituation, zumal dann, wenn noch mit emotionalen Bildern unterlegt ist. Herr Lücke, ich würde sagen, 79% aller Spenden werden für humanitäre Zwecke ausgegeben. Richtig, und nur die übrigen 20% für Denkmalschutz, Kultur, Wissenschaft, Bildung und so weiter. Das heißt, genau hier ist eben auch der Großteil der Verantwortung für die
für die Helfenden, aber schon beginnt bei der Spendensammlung. Wir als DZI, als Spenderberatung, empfehlen ganz klar auf zu konkrete Zweckbindungen in der Werbung zu verzichten. Etwa auch im Bereich von Krisensituationen. Sie haben das Beispiel erwähnt. Ich glaube, es ist nicht nur eine Organisation gewesen, die für Haiti mehr Geld gesammelt hat, als sie es ausgeben konnte. Wir entdecken ein regelrechtes Trittbrettfahrer-Syndrom, wenn eine Krisensituation wie etwa das Nepal-Erdbeben im vergangenen Jahr, eine große Öffentlichkeit erreicht und sich viele Organisationen eben auch melden, die in der entsprechenden Region gar keine Kompetenz haben. Hier ist eine Fokussierung im Regelfall absolut erforderlich und dann eben auch eine gute, kompetente Zusammenarbeit in der fachlichen Arbeit. Nur so lässt sich dann, indem das dann auch transparent berichtet wird, etwa in Jahresberichten und gesagt wird, mit wem man vor Ort zusammengearbeitet hat, wie man mit den Katastrophenschutzbehörden und Unternehmen, anderen Organisationen vor Ort zusammengearbeitet hat. Daraus sollten die Organisationen die Glaubwürdigkeit für die nächste Spendensammlung beziehen und nicht aus reinem Marketingkanal. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte das, glaube ich, anfangs im Halbsatz gesagt, wenn Sie Beiträge haben, Fragen haben, wir streiten uns ja nicht zur Regierung, können wir glaube ich auch unterschiedliche Positionen nicht weit genug auseinander. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen jetzt zu dem Gesagten oder auch zu dem, was sich jetzt hier abzeichnet, ein Konsens, das nenne ich vielleicht mal ehrlich, der Ansicht sind, dass man irgendwie eine staatliche Zertifizierung, Regulierung, wie immer die dann aussieht, ob man bewusst dabei dann falls oder anders, braucht und dass die Lösungen, die versucht worden sind, aus dem Markt heraus das zu regeln, das kommt ja auch hier ins Institut und das würde ich auch ganz bald sehen in der Stadt oder in Deutschland, offensichtlich nicht ausreicht, dieses Phänomen sozusagen transparent genug zu organisieren. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte haben Sie jetzt die Gelegenheit, auch kritische Anmerkungen sind natürlich gewünscht. Da sehe ich jetzt nicht ganz viele Hände oben. Gut. Ja, bitte, dann machen Sie das doch. Vielleicht noch aus Sicht der Geschäftsführung von Selbstzivilgesellschaft der Organisation. Ist es verständlich, dass zum Beispiel alle Regularien nicht ganz einfach sind? Zum Beispiel rede ich manchmal mit Spendern am Telefon, die gerne Geld spenden wollen, aber anonym bleiben wollen. Und wir haben ganz klare Regelungen, dass wir sagen, 8.000 Euro veröffentlichen wir im Internet den vollständigen Namen. Und das ist so eine Sache. Das tun wir, aber ich bin für Finanzen bei uns zuständig, würde sehr gerne diese 1.000 Euro entgegennehmen, weiß auch viele Zwecke schon. Und uns nützt es nicht, wenn wir anfangen selbst zu entwickeln, naja, sag da mal 999 Euro, dann machen wir das, was wir kritisieren. Das geht nicht. Aber ich sehe gerade mal, das ist natürlich, und das verstehen wir, aber wir müssen Messlatte haben und dafür leider müssen wir auch selber sagen, nehmen wir in diesem Fall nicht an. Aber verständlich ist das, und da reden wir mit den großen Einrichtungen zusammen, wir haben natürlich auch durch unseres Geschäfts die Messlatte sehr niedrig gestellt. Wir brauchen diese 1.000 Euro, um selbst glaubwürdig zu sein. Andere Organisationen können es ja, danke für die Offenheit. Wenn ich jetzt Transparenz wäre, würde ich mir das vielleicht sogar auch überlegen und für einen Spenden annehmen, aber das ist jetzt eine persönliche Bemerkung. Ich würde vielleicht ganz gerne aus dem Publikum, wenn Sie da ans Mikrofon gehen, damit wir alle verstehen, was Sie anzumerken haben und vielleicht auch sagen, woher Sie kommen, das ist auch eine Hilfe. Ja, und wir sind nun alle so 70, 80, 90 Jahre alt und wir brauchen für unseren Verein eine Art, wir möchten gerne das, was wir tun können, für uns selber tun und es nicht verabreicht bekommen. Und es gibt so ein Totschlagsargument, dass man sagt, eine institutionelle Förderung sei nicht möglich. Das hat an sehr vielen Stellen uns behindert. Man muss also ein Projekt formulieren, das hat einen Anfang, ein Ende. Und die verschiedenen Regularien von Spendern sind immer sehr verschieden. Und die meisten grauen Haare, die ich habe, kommen daher. Ja, danke für die Anmerkung. Also ich habe jetzt verstanden, wegen Ausbleiben institutioneller Forderungen sind Sie angewiesen auf Spenden. Möchte ich dazu jetzt noch was sagen? Ja, das kennen wir auch.
wir als DZB, es gibt uns seit 123 Jahren jetzt und seit dieser Zeit bekommen wir öffentliche Zuwendungen, aber nur vom Land Berlin eine institutionelle Zuwendung. Die Zuwendung, die wir vom Bund bekommen seit Jahrzehnten, ist eine Projektzuwendung. Und da wird auch schon der Widerspruch deutlich. Ich denke, das ist ein Problem der öffentlichen Zuwendung und die institutionelle Zuwendung in den vergangenen Jahren und ein Unwort gewesen ist. Da entdecke ich aber, entdecken wir jetzt zurzeit eine Kehrtwende, wie es immer auch Wellen gibt, etwa in der Strategie, in der Engagementstrategie des Bundesfamilienministeriums, wird neuerdings ausdrücklich betont, dass es hier schwerpunktmäßig darum gehen muss, Infrastruktur des Engagements zu fördern und nicht kurzlebige Projekte. Im Übrigen spiegelt sich das durchaus auch im Spendenverhalten, was ich vorhin sagte, dass zweckgebundene Spenden eben besonders populär sind. Dies spiegelt das auch wieder. Die Öffentlichkeit möchte gern für eine konkrete Katastrophe, die jetzt gerade in den Medien ist, spenden. Aber es fühlt sich sehr viel schwerer, etwa für wichtige Personalkosten, die zum Beispiel ihre Arbeit langfristig unterstützen, Spenden bereitzustellen. Also hier ist ein ganz dickes Brett, sowohl im Bereich der öffentlichen Finanzierung als auch der Spendenfinanzierung. Ja, wir sind am Ende der Zeit, aber da war noch eine Frage, habe ich jetzt nicht gesehen, die würde ich gerne noch mitnehmen. Wenn sich da mal an das Mikrofon geht und das laut natürlich hier Vorredner fragen, wer Sie sind und was Sie machen können. Ja, mein Name ist Herr Neubauer, ich bin Vorsitzender von einem relativ kleinen Verein und das, was das Finanzministerium da jetzt gesagt hat, ich darf unabhängig von meinem Vereinszweck Spenden sammeln. Ich mache, wie Sie es gesagt haben, wirklich schwammig in der Formulierung, dass das nicht exakt ist. Am Ende des Tages habe ich eine Mitgliederversammlung, die sagt, ich habe neue Fußbälle. Das macht mir Angst. Ja, danke für die Anmerkung. Wir leben ja in einer außerordentlichen Zeit, und deswegen stellen wir uns auch außerordentliche Fragen, meine Damen und Herren. Ich habe noch eine Abschlussfrage an beide hier oben. Wir haben ja jetzt gesprochen über die Vereine bei humanitärer Hilfe. Das ist ja wesentlich das Thema unseres Kongresses hier und im Katastrophenfall. Sie selber, Sie gehören ja auch Organisationen an, in diesem Fall als Verein, ja. Stiftung, genau. Und ich wollte dann doch nochmal zum ganzen Schluss noch einmal ganz kurz einen Satz von Ihnen in strittiger Art und Weise abfragen. Sie sind ja beides Organisationen, die durch unterschiedliche Finanzquellen gespeist werden. Ist das nicht auch ein Problem, wenn man von Spenden redet, von institutioneller Förderung, von Projektförderung, von Mitgliedsbeiträgen, wenn gar nicht schon so ein bisschen was an die Transparenz so ganz klar nachzusagen? Also, aber die lineare Förderung, die lineare Finanzierung eines Zwecks scheint mir doch irgendwie auch verständlicher außen zu sein, als wenn ich aus verschiedenen Finanztöpfen irgendwie so den Gesamtzweck. Die lachen mich beide an, ich weiß, das ist keine andere Frage, aber trotzdem haben Sie die Chance zu antworten. Ich schmunzel, ich hatte mich. Also, wir haben für uns die Lösung gefunden, seit etwas mehr als 100 Jahren, dass ein wenig Gift aus verschiedenen Quellen erträglich ist. Aber eine einzige Quelle, das wäre der Überdosis. Also, sprich, für unsere Finanzierung ist quasi die kombinierte Finanzierung zurzeit 40% öffentliche Zuwendungen, 60% eigene Einnahmen, die öffentlichen Zuwendungen auch aus drei verschiedenen Quellen, BNZ, Familienministerium, Land Berlin. Also das macht es zu einer erträglichen Mischung. Eine wie auch immer gelagerte zu einseitige Finanzierung, nur durch Prüfgebühren oder nur durch öffentliche Finanzierung oder nur durch Spenden, wäre für die Unabhängigkeit giftig. Frau Schenk, das letzte Wort. Wir nehmen keine institutionelle Förderung an. Auch wenn der Staat das gerne tun würde, wir nehmen das nicht, dass wir unsere Leute bezahlen können oder Miete bezahlen können. Das bringt einen Problem sich in der Tat. Wir leben davon, dass wir Mitglieder der Gelder bezahlen oder Spendengelder gelegentlich höchstens Drittmittelprojekte, aber nichts anderes. Das ist die Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzstrategie zu gestalten, ist herausfordernd. Daher hat man manchmal so eine Art strukturelles Defizit, weil man bestimmte Spenden nicht planen kann. Und die kommen dann am Ende des Jahres und doch kann man auch nicht so viel Überschuss auf dem Konto haben am Ende. Das ist schwierig, aber bis jetzt geht das so und das ist besser, als Gelder von den Stellen in Anspruch zu nehmen, die wir kritisieren wollen. Weil dann kommen wir selber in Interessenkonflikt und
wenn eine Möglichkeit gibt, dass eine Stelle die Finanzierung stoppt und wir uns erpressbar machen, das ist bei uns keine gute Situation. Deswegen müssen wir nur von diesen Mitgliedsbeiträgen Spenden leben und das garantiert unsere Unabhängigkeit. Herr Voll, herzlichen Dank für die Gesprächsführung. Herzlichen Dank auch für Ihre Initiative, diesen Themenexkurs zu machen. Ich glaube, wir alle haben verstanden, warum das Thema Spendenaufkommen so wichtig ist, gerade in dem Bereich auch der Katastrophenhilfe des Bevölkerungsschutzes, wo eine Menge Geld hineinfließt und wir wollen auch, dass das an die richtigen Stellen geht. Und Transparenz ist das Richtige und deshalb, Herr Voll, haben Sie auch die richtigen Gesprächspartner eingeladen. Frau Dr. Mertens, die Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland und Herr Wilke, der Geschäftsführer vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen. Herr Wilke, ich habe ein bisschen im Internet im Vorfeld geschaut. Mir haben Ihre Zahlen gefallen, die Sie verdeutlichen. Sie haben ganz klar gemacht, wie viele schwarze Schafe gibt, wie viel Prozent da sind. Also ich empfehle nur, wer sich mit dem Thema befasst, mit Transparency oder mit Herrn Wilke vertraut zu machen, die Zahlen nachzuvollziehen. Hier ist Handlungsbedarf. Herzlichen Dank für das Thema, Herr Freund.